Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ja, nachdem wir letztes Mal noch gedacht haben, wir wären irgendwie gerettet, hat sich jetzt definitiv herausgestellt, ja, wir sind krank. Wir waren auch noch angegriffen von dem kleinen Mistvieh hier. So nicht, kleiner Höhlenwächter. Kann ich dich noch scannen oder haben wir dich schon mal gescannt? Er ist tot. Können wir nicht scannen, was tot ist? Ich wollte jetzt eigentlich heimfahren, aber hier ist eine Höhle. Und ja. Hab ich gedacht, ne, kann man sich mal so eine Höhle angucken. Ein Schieferaufbruch. Wir sollten vielleicht nicht mit unserem Fahrzeug drauf rumhauen. Naja, hier sind die Wassereinschlüsse. Gehen wir erstmal rechts rum. Haben wir noch eine Taschenlampe einstecken? Mal kurz mal gucken. Hammer natürlich einstecken, gar kein Problem. Das ist Lithium, okay. Wir können endlich Lithium-Batterien machen. Das wollte ich doch noch die ganze Zeit schon machen. Und hier kann man nur ein bisschen Loot mitnehmen, das ist schon mal gut. Ah. Ja, natürlich. Ich glaube, ich will gar nicht mehr gerettet werden. Ich habe Schulden von 3 Millionen Krediteinheiten. Das fürchte ich nicht so ganz, also aus dem einfachen Grund. Klar, also ich bin der Firma verpflichtet, alles was ich sammle gehört, na gut. Aber wenn ich es dann verbrauche, dann nehme ich es ihnen ja im Prinzip wieder weg. Aber ich baue ja neue Dinge für sie, also deswegen. Ich würde das nicht so engstirnig sehen. Und da drüben sind auch ein... Oh! Uiuiuiui! Habt ihr das gesehen? Da unten gibt es ein bisschen was zu tun. Ja, gehen wir doch auf jeden Fall mal runter. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir hier Magnetit finden. Aber bis jetzt... Ui, was ist das? Ein Diamant! Komm her! Kommst du her? Komm her! Ja, wir hatten unseren ersten Diamanten. Können wir uns eine Diamantspitzhacke machen. Minecraft-Style. Ja, weil hier so eine krasse Energie überall ist. Inventar ist voll. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja, erstmal was essen. Deswegen konnte man es eben auch nicht aufnehmen. Tja, Lithium einsammeln. Das schlagen wir natürlich auch mal direkt. Diamant. Aha. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns natürlich mal an, was hier unten abgeht. Es ist relativ dunkel hier unten. Ist es draußen Nacht? Ich habe immer das Gefühl, ich hatte doch auch mal ein Licht hier dran. Warum habe ich hier kein Licht mehr? Oh, ich muss hier... Ich habe keine neue Batterie dabei. Das ist natürlich blöd. Da ist der Diamant. Da krabbelt so ein Mistvieh rum. Ja gut, in der Dunkelheit sehen wir halt gar nichts und wir haben keine Batterie dabei. Und wir können hier auch nichts craften. Weil craften können wir schließlich nur mit unserem Wunderhübchen Kraft, Crafting Inventar, Ding sie. Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder raus und schwimmen tatsächlich zurück zu unserer Base. Wir wissen, hier gibt es noch eine Höhle mit tiefen Vertiefungen und in den tiefen Vertiefungen könnten lustige, brauchbare Dinge sein. Aber jetzt würde ich sagen... Hui! Ja... Ah, in mein Gesicht ist er gesprungen. Da draußen ist hell. Machst du nix. War krass hier. Was bist du denn? Was bist du? Ein Gelsack. Ja, könnte auch ein BWL-Student dementsprechend sein. Ein Gelsack. Ein schiefer Brocken. Die nehmen wir mit. Die scannen wir natürlich erstmal. Nevermind. Bisschen Lithium. Nehmen wir auch mit. Nein, ich habe nichts gegen BWL-Studenten. So. Dann schwimmen wir einfach mal darüber. Und... Ja. Ab nach Hause. Also ich muss hier jetzt erstmal einiges verarbeiten, irgendwie gefühlt. Was hier passiert ist. Dass wir so schnell wahrscheinlich nicht gerettet werden. Ich bin auch sehr gespannt, ja, was das noch für ein... Nachricht ist, also ob die Sunbeam vielleicht noch am Start ist oder ob die Kanone halt
ja, anwesend ist und weiter auf uns ballern will. Und wir müssen dann auch gucken, was für andere Stationen es noch gibt. Also wir haben ja eben Daten gesichert, die anzeigen, wo andere Stationen von dieser Zivilisation sind. Oder von denen, die halt diesen Planeten hier abgeriegelt haben. Weil Quarantäne. So nach dem Motto, jo, kümmert euch selber darum, dass ihr gesund werdet. Und wenn ihr es nicht schafft, habt ihr halt Pech gehabt. Inventar ist voll, schade. Eine Salzablagerung hätte ich gerne mitgenommen. Ist ja gesund. Also Salz generell jetzt nicht unbedingt so gesund, aber einfach, ja, als Möglichkeit, uns destilliertes Wasser zu machen. Oder zumindest gereinigtes Wasser. Ist die Frage, ob wir das jetzt noch brauchen. Weil, ja, wir sind einige Schrottteile. Das ist eine Gravity-Falle, oder? Scannen wir das nicht, weil wir können eh nichts damit anfangen. Also mit den Abfalleimer. Den scannen wir. Den haben wir noch nicht. Ich wollte schon immer mal einen Abfalleimer haben. Wir müssen ja auch ein bisschen nachhaltig wirtschaften hier. Was ist da drin? Ein Segleiter. Ne, Segleiter war das, was wir schon haben. Sauerstoff, dem geht's noch gut. Können noch ein bisschen weitermachen. Oh ja. Aber wir müssen definitiv noch ein bisschen forschen gehen. Weil, ja. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen länger hier. Da müssen wir ein bisschen, ja, gucken, was wir machen können. So, kurz mal hier hoch. Dann kurz mal da runter. Hup. Dann kurz mal ins Inventar. Das ist schon schlecht, das ist auch schlecht, das ist auch schlecht. Ja, hätten wir jetzt mal einen Mülleimer. Jetzt können wir es nur noch fallen lassen. Ah, hier drin nicht mal. Okay. Dann gehen wir kurz raus. Ja, was zum Kacken. Blub, 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 blub. So. Tschüss, war schön mit euch. Betreten wir mal die Rettungskapsel. Snacken uns erstmal natürlich unser Medkit. Okay. Teilweise übersetzt. Neun neue biologische Zielobjekte bestimmt. Modus. Jagen, analysieren. Okay. Okay. Austausch von Objektpositionen mit anderen Agenten. Ah ja. Freunde, ich glaube, es wird Zeit, dass wir eine Stasiskanone bauen, falls uns irgendwas verfolgt. Wir sind so ein paar Predator unterwegs. Ah ja, ich kann die bauen. Auch nur zwei Diamanten- und Ionenwürfel. Ja, krasser Shit. Na gut, ich möchte jetzt erstmal hier eine Waffe haben. Magnetit, damn. Hab ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, wo ich ihn herkriege aktuell. Und wir müssen uns noch darum kümmern, dass wir gesund werden. Ich finde das alles nicht ganz so schön gerade. Erstmal, weißt du, wir haben hier ein schönes Haus. Ja, ich bin der Captain. Hier sind wir sicher, einigermaßen, hoffe ich. Wir leben. Da kann man das schon mal machen. Da kann man das schon mal machen. Die Frage ist jetzt natürlich ganz klar, was können wir bauen? Sonstiges. Ein Abfalleimer. Wir können einen Abfalleimer bauen. Ich habe keine Ahnung für was. Aber wir bauen ihn einfach mal. Also hier drüben können wir auch Müll hinstellen. Können wir gerade nicht konstruieren. Ein Labortisch. Ich glaube, einen Labortisch brauche ich auch. Einfach um, ja, Forschung betreiben zu können. Ich habe zwar das Gefühl, das wäre reine Deko gerade, aber vielleicht können wir damit ja irgendwas machen. Ich meine, wir sind krank. Das muss ich ja mal analysieren. Warum wir krank sind, wie wir krank sind und was wir daran ändern können. Ja, der falsche Taste, wie immer. Aber erstmal Mülleimer. Ja, können wir Sachen wegschmeißen. Will ich gerade aber nicht. Und jetzt den Labortisch. Ja, mit dem. Der sieht schön aus. Ich glaube, viel mehr kann der nicht. So, da bin ich wieder. Da hatten wir eben eine kleine Unterbrechung für euch von, ja, nicht mal eine Sekunde. Und bei mir war es ein bisschen länger, weil mein Weibchen kam heim. Ich habe gedacht, oh, gehst du kurz mal mit raus, quatsch ein bisschen. Ja, hat dann etwas länger gedauert. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Der, aber ja, das ist ja gar kein Problem. Ich weiß noch, wir sind infiziert, uns geht's nicht gut.
Aber wir haben angefangen, einen Labortisch zu bauen. Den hatte ich eben gebaut. Das war, so, glaube ich, so das Letzte, was wir getan haben. Und mit dem konnten wir, glaube ich, nicht interagieren. Also da war irgendwie nichts, was wir machen konnten. Und ja, dadurch, dass wir hier unten jetzt all unser Zeug lagern, nach und nach, würde ich mal sagen, wir bauen hier natürlich auch, wo ist der Gerät, einen Fabrikator hin. Machen wir mal hier an die Wand. Gucken wir uns mal das rein tun können. Ich glaube, uns fehlt die Tisch-Korallenprobe. Ja, das steht ja auch da. Davon haben wir, glaube ich, nichts mehr. Aber das ist ja gar kein Problem. Da schwimmen wir einfach mal eine Runde durch die Gegend. Suchen uns eine Fischkoralle. Mir wurde auch gesagt, auf diesen Pirscher, auf den ich da eingestochen habe, an der Graffiti-Falle, der war bereits tot. Ja, der sah nur so aus, als wäre er nicht tot. Aufgrund der Tatsache, dass er halt von der Graffiti-Falle noch angezogen wurde. Da irgendwas Brauchbares drin? Kann man sich da was gönnen? Hashtag Gündalf. Bist ein Mülleimer. So, Mülleimer, da. Okay, der wird aber irgendwie nicht anerkannt. Der liegt zwar hier rum, aber... Ach, das ist das, wo wir letztes Mal angekommen sind. Also wir können hier natürlich mal ein bisschen was einsammeln. Ich möchte eine Tischkoralle. Dies können wir ein für neues Titan. Oh je. Das ist eine Scheibenkoralle. Ah, das hier dürften doch unsere Tischkorallen sein, oder? Riesenröhrenkoralle. Wir testen es einfach mal. Ich habe eine neue Tastatur, an die habe ich mich noch nicht so ganz gewöhnt. Wir haben kein Messer mehr. Was ist da los? Warum haben wir kein Messer? Ohne Messer geht natürlich nichts. Ohne Messer geht doch mal gar nichts. Aber ich meine, das Messer haben wir uns auch nur gecraftet. Gecraftet? Die Frage ist natürlich, ist hier drin in unserem Lager das Messer? Hier sind die Fackel und Titan. Da können wir auch hier direkt mal das Titan noch mit rauslegen. Das müssen wir jetzt nicht einstecken haben. Haben wir. Komm, öffne den Spind. Da ist unser Messer. Gerade schon gedacht. Das wäre ja katastrophal. Hätten wir unser Messer verloren. Ich hatte gerade gedacht, gut, vielleicht haben wir es irgendwie beim Bau benutzt, also um es in den Labortisch einzubauen oder so, damit man da drin halt, ja, Dinge machen kann. Gerade gedacht, da wäre irgendwas hochgesprungen neben unserer Rettungskapsel. Wir wissen ja auch, dass in irgendeiner Form, ja, Agenten angesetzt wurden. Nehme ich mal mit, wenn es da rumhängt. Soll man ja nicht verkommen lassen. Das Salz nehmen wir auch mit, das können wir gebrauchen. Hui! Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Gut, aber eigentlich bin ich zur Riesenkoralle. Was haben wir hier für Korallen dran? Ah, das sind die Tischkorallen. Never mind, ich will nicht zur Riesenkoralle. Ich fühle mich hier ganz gut. Gib mir Proben. So. Plopp. Ah, das waren die, die man abschneidet tatsächlich. Ja, dann nehmen wir mal ein paar mit. So. Wenn wir gerade schon hier sind. Eine lassen wir da, ja. Soll ja niemand sagen, wir rauben die Umwelt hier aus. Sowas würden wir natürlich nie tun. Also ich würde natürlich nie auf die Idee kommen, auch nur ansatzweise irgendwie hier. Boah, nee. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Ah ja, Koffein. Das macht munter. Rupp. Einmal da rein. Chip. Flop, 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 flop. Oh yeah. Stasegewehr. Da brauchen wir halt immer noch den Magnetiten. Und ich weiß nicht, wo wir den herbekommen. Da müsste ich mal nachgucken. Ich will eigentlich nicht nachgucken. Aber gut, grundsätzlich würde ich dann sagen, wir gehen erstmal eine Runde Zeug erkunden. Also wir haben gerade keine Korallenproben, um irgendwas zu tun. Fortgeschrittene. Aha. Öh.
Leuchtend grüne Blasen bilden ein Netzwerk um infizierte Stellen herum. Fleisch unter keinen Umständen verzehren. Ja, das kam vielleicht ein bisschen spät. Aber ja, hat ja geschmeckt. Hat ja geschmeckt. Da kann ich dann auch nichts anderes mehr sagen. Da ist ein bisschen Metallschrott. Achtung, Säureblasen. Müssen wir aufpassen. Weil die explodieren. Ups. Ja, die haben wir erwischt. So viel zum Thema. Wir müssen aufpassen. Yay. Yay. Da lacht das Vieh auch noch. Ja, wir reinigen den Planeten erstmal. Da ist nichts mehr drin. Da ist zwar vielleicht was drin, aber wir kommen nicht ran. Ich will doch mein Lasergewehr. Mann, reiche mir ein Lasergewehr. Was bist du? Signalbojenfragment. Ich glaube, das haben wir schon. Wir scannen es natürlich trotzdem mal. Zur Not gibt es Titan. Es gibt Titan. Aber ja. Strahlung registriert. Wir tauchen kurz mal auf. Strahlung ist ungesund. Nähern wir uns gerade im Schiff. Das sei. Dann sollten wir aber mal unseren hübschen Strahl... Ich hatte schon gedacht, wir hätten den Strahlenhelm nicht dabei. Dann können wir auch ein bisschen in die Richtung schwimmen, würde ich mal sagen. Hui! Weil auch hier gibt es vermutlich Dinge, die wir looten können. Und Loot ist gut. Meins. Gut, diese großen Salzdinger können wir noch nicht abbauen. Malz. Bioreaktor-Fragment. Ja, gönnen wir uns, würde ich sagen. Gönnen wir uns ein kleines Bioreaktor-Fragment. Ich weiß zwar nicht, was wir... Also, wenn wir haben Solarstrom, das reicht doch. Damit geht es uns doch gut. Atommüllbehälter. Naja, für den Bioreaktor. Ja, wir scannen mal lustig rum. Noch mehr Bioreaktor. Hier ist nix. Sauerstoff sieht noch gut aus. Oh, noch ein Bioreaktorfragment. Brauchen wir aber gar nicht mehr. Seemottenfragment. Gönne ich mir natürlich auch. Ich tauche mal kurz auf, würde ich sagen. Ramamamamam. Ab nach oben. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Ja. Weil ich auch fast sagen würde, lass uns zurückfahren. Noch ein paar hier Korallenproben holen. Weil dann können wir ganz entspannt uns noch ein bisschen Wasser machen. Salz habe ich jetzt ein bisschen im Start. Der Batterie ist leer. Keine neue dabei, oder? Nee. Ja, gut, dass uns das hier passiert und nicht. Gib mir... Scheiben, Korallen. War das nicht das Zeug? Platz haben wir noch. Welche haben wir? Welche? Der. Brauchen wir euch? Ja. 1, 2, 3, 4. Mehr gibt es nicht. Weil. Inventarplatz. Ja. Inventarplatz. Wir müssen ja nicht Sachen abschneiden, die wir dann gar nicht benutzen können. Ist das eine krasse Tür? Krasse Tür? Ja? Eine krasse Tür? Nö. Gut, dann blubbern wir mal weiter. Die Seku zieht hier ihre Kreise. Stimmt's, Seku? Ja. Mein kleiner Mantis-Freund. Einmal da rein. Guten Tag. Ebims, ein daheim. Können wir hier ein bisschen Chlorbleiche machen, dann können wir wieder Wasser desinfizieren. Ich meine, wir sind jetzt eh infiziert, daher ist das egal, aber es bringt halt auch einiges an Wasser einfach. Und Wasser ist nun mal doch etwas Importante, weil ohne Wasser dehydrieren wir und dann sterben wir. Ja, das wäre kontraproduktiv.
Sollte man nicht tun. So, dann machen wir jetzt erstmal eine Runde Wasser daraus. Dem, dem, dem. Gib mir Wasser. Das wird ja immer krasser. Gut, mehr Wasser kriegen wir scheinbar nicht. Ein Escape, ein Tab. Oh yeah, das essen wir erstmal, das Wasser. Aber das heißt doch gar nicht essen, das heißt trinken. Klappe, das heißt essen. Ich muss mir, glaube ich, noch einen Spind machen hier für Nahrungsmittel. Aber gut, das machen wir nicht mehr in diese Folge, weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt. Wir tauschen mal ein paar Batterien. Haben wir dem Inventar die Leere jetzt? Natürlich nicht, ne? Nee. Gut, ja. Freitag um 18 Uhr kommt die nächste Folge. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein, bleibt gesund und bye bye.